cringy. Ist der genialste Spieler der Welt. Also der hat gut Eindruck auf mich hinterlassen. Hallo und herzlich willkommen an Bord, Kameraden, zu einem richtig geilen UDT-Match. Heute spielen wir gegen Bene, also geht's daran, Draft-Liga-Champion gegen NPBL-Besieger-Sieger. Und deswegen haben wir uns heute mal wieder eine Menge Mühe gegeben im Teambild. Ich habe Bock auf ein geiles Game. Danke nochmal an Lukas, der mir heute wieder beim Thumbnail geholfen hat, und Ox, der für mich den Rahmen erstellt hat. Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht, sondern wir gehen ins Game rein. Let's go! So, und da haben wir Bene gefunden. Jetzt die Frage, was der loadet. Weil das Matchup ist super, super tricky. Ja, eine Doppel-Terra-User dabei. Bei beiden ergibt Terra Water sogar leider Sinn. Lando ist hier sehr gut. Weavile ist hier sehr gut. Wir wollen. Ja, der hat sehr, sehr viele Threads. Der hat wirklich sehr viele Threads. Weavile ist aber sehr gut. Auch, dass wir Schutzpolster loaden, ist hier sehr gut. Lando ist so Setup-Lando. Deswegen sind wir physisch mit Lovers, mit Bulk-Up. Der sieht auch richtig geil aus. Wir wollen ihn unbedingt irgendwie Early Game gegen Gleiscor reinbringen. Prim ist sehr gut, aber den dürfen wir nicht verlieren. Den brauchen wir unbedingt für Roaring Moon. Weil Roaring Moon unglaublich gefährlich ist hier. Weavile ist geil. Weavile ist eigentlich sehr geil. Tsarina ist auch nice, um ehrlich zu sein. Mit dem decken wir viel ab, aber vor Talonflame Lead ist so ein bisschen nervig. Mit Weavile können wir wenig. Ja, wir haben immer den Leckstein. Talonflame ist nicht so ein großes Problem, um ehrlich zu sein. Wir können den. Ja, wir lieben Weavile. Weil, wenn er Fiaro kommt, haben wir immer noch den Leckstein. Der kann nicht gewillowed werden. Brave Bird ist egal. Bulk-Up ist egal, Schwertanz ist egal, Taunt ist egal, der Hardcounter den in jeder Welt. Ich hoffe übrigens, dass ihr mit der Kameraposition irgendwie zurechtkommt. Ich habe schon in den Kommentaren gelesen, dass ihr das nicht übertrieben feiert. Aber die Qualität, die ich euch hier bieten kann, ist leider aus einem anderen Angle nicht möglich. Deswegen hoffe ich, dass das für euch in Ordnung ist. Außerdem feiere ich den Angle, um ehrlich zu sein. Eigentlich feiere ich das. So. Der hat T-Spikes im Angebot. Ich würde sagen, dass wir einfach knocken. Der ist offensiv sehr gefährlich, aber Weaver hat eine Menge Speed Death. Ja, und wir knocken einfach mal in die Masse rein. Wir haben Schutzpolster, es kann nichts passieren. Das Einzige, das hier reinkommen kann, ist Colossal. Und selbst den genockt zu haben, ist wunderbar auf Rocky Helmet zum Beispiel. Also schauen wir mal, was der so macht. So, wir knocken den für Fist Death und Rocky Helmet. Genau, perfekt. Schöner Lead für uns, sehr schöner Lead für uns. Jetzt kommen Rocks. Unser Spin hat aber ein Kack-Matchup. Das ist richtig Dogshit, weil Terra Water wäre cool. Terra Feuer wäre cool, aber haben halt keinen Terra Blast. Ja, wir gehen in den Leckstein. Das ist alles so ein bisschen suboptimal, um ehrlich zu sein. Aber wir müssen irgendwie Rocks traden, damit wir spinnen dürfen. Und auf Rocks Trade sind wir, glaube ich. Ja, da kommen die Rocks. Das heißt, wir traden die Rocks. Der kann sich sein Matchup aussuchen, was aber irgendwie okayisch ist. Was irgendwie okayisch ist. So, wir traden jetzt die Rocks, so wie es nicht anders möglich ist, zu verhindern. Und der ist schon mal gechippt, hat keinen. Also sein Spinner. Außer es ist Tentacruel, um ehrlich zu sein. Hat schon mal keine Boots. Was cool ist. Was sehr, sehr cool ist. So. Der ist ein Pökelsalz-Check. Das bedeutet, der ist Covered Cloak. Aber wir haben auch nichts, was auf den reinkommt. Für Shadow Ball haben wir gar nichts. Der nimmt sich ein. Wir müssen den chippen. Dann ist Weavile gut gegen den. Ja, und dann verlieren wir unseren Fiaro-Check, ne? Ist ein bisschen blöder, wir müssen ihn EQen. Ist so ein bisschen blöde, weil eigentlich brauchen wir den und wir leben immer ein. Genau, wir sind so investiert, dass wir immer ein leben. Außer der wäre. War das Specs-Schaden? Ich wünschte, ich könnte es hier kalken, aber I can't. I can't. Ich habe mir die ganze Mühe im Teambuilding gemacht, was wir so investieren auf unseren Mons.
Und ich muss jetzt darauf vertrauen, dass das alles passt. So. Wir recovern jetzt einmal, falls der. Ja, okay. Falls er rausgehen möchte, weil auf Goldrausch hätten wir jetzt tatsächlich easy wechseln können. Claimt uns ist ein bisschen blöd, aber wir hätten ihn eh nie wieder hochbekommen. Bedeutet, wir können jetzt in Threat gehen. Wir hätten Serena. Wir hätten aber auch Lando. Und eigentlich wollen wir laut unserem Matchplan Early Game Lando gehen. Ich sehe gerade, wir haben Sandgewalt, wir haben nicht rohe Gewalt, das ist super terrible. Mal schauen. Probably ist es egal, wenn wir hier das Game gewinnen. So, wir wollen jetzt, dass Gliscor kommt. Gliscor ist eigentlich sein einziger Check, den er hier aufbringen kann. Wenn Colossal kommt auf Sack, wäre noch viel besser. Aber eigentlich muss Gliscor für Earth Power kommen. Das ist Gliscor. Und wir können erstmal eine Runde auf den Sub. So, jetzt kann der gegen uns nicht. U-Turn ist uns egal. Dual Wingbeat ist uns egal. EQ ist uns egal. Rocks ist uns egal. Roost ist uns egal. Toxic ist uns egal. Eine Menge, was der hier loaden könnte, ist terrible für uns. Ist terrible für ihn. Also ist terrible gegen uns. Deswegen würde ich jetzt einmal eine Runde protzen. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er uns einfach nichts kann. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr hoch. Bedeutet, dass wir probably Game gewinnen, auch ohne rohe Gewalt. Er hat Krabhammer, okay, macht er gut. Ist schön geteambildet vom Bene, sag ich ehrlich. Aber nach noch einem Bulk-Up dürfte der Krabhammer den Sub nicht mehr brechen. Müsste eigentlich passen. Right? Außer der ist halt offensiv. Dann bricht er den Sub immer. Aber dann müssen wir immer Bulk-Upen, um den zu two-hitten. Ich glaube, wir Bulk-Upen hier immer. Weil der two-hittet uns dann nicht und wir two-hitten ihn. Soweit die Theorie. Schauen wir mal, was jetzt passiert und schauen wir mal, ob tatsächlich der rohe Gewalt-Teambild Teambild-Choke hier wichtig ist. Das ist mir leider nicht aufgefallen. Ich habe gut geteambildet, ich habe auch wieder eine Menge Zeit rein investiert. Leider nicht mehr so viel wie in die letzten Matches. Weil das hier quasi auf Umzug alles gemacht werden musste. Es dient sogar. Okay, das ist ein bisschen scary, um ehrlich zu sein. Ja, dann müssen wir ihn jetzt attacken. Actually, der hätte Sub nicht mehr. Ich glaube, der hätte Sub nicht mal gebrochen. Mit SD, klar, bricht er den Sub. Aber es kann schon gut sein, dass der Kappa mal den Sub nicht gebrochen hätte auf plus 2 Def. Ja, wir protzen nochmal. Ist okay. Wir protzen hier nochmal. Wir werden jetzt den Damage rausfinden. Das ist alles so ein bisschen blödi. Lass mal schauen, wenn bei noch einem Death Drop, bei noch einem Death Boost. Ja. Wäre close gewesen mit dem Sub. Probably in a roll. Der hat 130 gemacht, das heißt, wir leben den hier jetzt ganz sicher. Ja. Das heißt, wir können den jetzt über zweimal Steinhagel hoffentlich twitten. Wir können ihn aber flinchen. Weil wir rohe Gewalt nicht haben, können wir den flinchen. Das heißt, wir müssen den jetzt auch flinchen, wenn er... Was für Terra hat er? Wahrscheinlich Water, right? Ja. Terra Water Krabhammer wird uns auch killen. Aber er kann müssen und wir können flinchen. Die Odds sind in unserem Favor. Dann killt EQ. Dann gewinnen wir actually Game. Dann Finch, bitte. Schade. Hätte uns jetzt, dass wir nicht rohe Gewalt spielen und flinchen können, das Game gewonnen, wäre so geil gewesen. Und jetzt sind wir Turbo Behind. Critted ist so, er ist halt der bessere Spieler, kann man nichts machen. Ja, das ist ein bisschen unangenehm jetzt. Aber ich glaube, dass die Bullcups trotzdem richtig waren. Wir können Serena gehen. Wir können nichts gegen den, ja. Wir haben keinen Move für den. Kein. Wir drohen ihn aber, dass wir Grass Move haben. Ich denke, dass wir hier knocken. Für Dengo. Wenn er Dengo hart gehen möchte für Rankenhieb. Wenn er Dengo für Rankenhieb rausgeht, ist cool. Er protected. Dann... Ich glaube trotzdem nicht, dass er drin bleibt, um ehrlich zu sein. Das wird so schwer hier noch zu gewinnen.
Das wird so schwer. Ich weiß nicht, wie wir den Tod bekommen sollen. Wenn unser Matchup ja, wir Turbo drehen hier jetzt einmal die Rocks weg. Und wir gehen hier ein bisschen im Progress. Wir gehen hier ein bisschen im Progress-Game. Der weiß jetzt, dass wir genockt haben und kann deswegen nicht. Also, vorher war Dengu easy für Rankenhieb plus Turbodreher. Jetzt ist Dengu nicht mehr easy, wo wir noch gedrückt haben. Das heißt, er kann jetzt eigentlich nicht Dengu gehen. Wenn er es macht, ist Genius. Okay, passt. Passt. Und dann haben wir die Rock schon mal weg. Das heißt, wir Progress-Gamen hier so ein bisschen. Wir sind Progress-Gamer. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir hier noch valide Kills holen. Ob wir das überhaupt noch gewinnen, wird schwer. Wir sind halt wirklich Turbo-Behind. Aber Cresselia ist immer eine Wincon. Cresselia ist immer eine Wincon. Der muss aber jetzt gleich eine Menge machen. Die Frage ist, was wir in Talonflame überhaupt werfen. Weil wenn es Cresselia ist, ist doof. Der kann uns halt jetzt Brave Burn. Wir können Terra feuern, aber... Wir wollen eigentlich Cresselia Terra und wir knocken den. Wir knocken den einfach. Wenn der Willowed ist doof, aber... Ja, dann können wir nichts machen. Auf Brave Bird sacken wir den hier jetzt auch und dann schauen wir, dass wir irgendwie Cresselia aufgesetzt bekommen. Das ist alles ein bisschen schlecht. Das ist alles ein bisschen schlecht. Defog wäre cool. Ja, ach man, dass er auch Krabhammer loadet gegen Lando, war so unwahrscheinlich irgendwie. Aber hat er natürlich gut gemacht, ne? Kann man nichts sagen. Kann man gar nichts sagen. Ja, cool. Ja, das ist ja wunderbar. Ich weiß nicht, aber das ist ja wunderbar. Das ist ja sehr schön. Giftstein ist weg, Rockschaden hat er genommen, der muss jetzt Rapid Spin. Das heißt, wir kehrtwenden auf den. Und dann removed er seine Rocks, weil der schneller ist als wir. Aber wir kriegen Matchup. Wir kriegen sowas wie Weavile. Weavile hier reinbekommen auf Slow U-Turn ist sehr geil. Ist richtig geil sogar. Oh, Weavile ist überragend. Weavile ist richtig gut sogar. Wir kriegen... Ja. Und dann können wir... Dann müssen wir irgendwie ein Play machen. Nee, können wir nicht, ne? Weil der kein Item hat, killen wir den nicht. Weavile ist dann nur noch okay. Ja, schauen wir mal. Oh, er geht raus. Wait, das ist aber überragend. Ach, auf Rankenhieb. Er geht auf Rankenhieb raus. Weil wir Rapid Spin haben und plus Speed sind. Wir hätten auch gar nicht wir hätten gefast U-turned. Da kommt noch die... Oh mein Gott. Ja, wir hätten den über... wir hätten den natürlich über Rankenhieb gekillt. Actually valides Play von ihm. Aber den gechippt zu haben, ist ja überragend. Eigentlich müssen wir Weavile gehen, aber Weavile Ice Shard ist halt irgendwie blöde, deswegen gehen wir Prim. Wir haben Tentacruel nicht in Range, dass den Ice Shard plus Nock stirbt. Deswegen müssen wir Prim gehen und einmal Moonblasten. Ja, es gibt, glaube ich, keine anderen Plays. Wir werden eine Menge Schaden fressen, aber das ist unsere einzige Möglichkeit, wie wir hier probably irgendwie zurück ins Game kommen können. Der weiß wegen U-Turn. Der hat gesehen U-Turn, der hat gesehen Rapid Spin. Iron Head macht übrigens viel zu viel, das Choice Bandit. Moment, U-Turn, Knock-Off, Rapid Spin. Hat er alle unsere Moves gesehen, ist die Frage auf Serena. Weil wenn ja, und wenn er aufgepasst hat, heißt es, dass er über Scorgo gewinnt. So, der ist ein bisschen lästig. Ha, wir müssen probably Weavile gehen. Der ist halt irgendwie unser einziges Mon, der Poison Move lebt. Der ist unser einziges Mon, das Poison Move lebt. Wir müssen Weavile gehen. Ist ein bisschen nervig. Ist alles ein bisschen nervig, weil Gliscor so ein Riesenproblem ist. Rapid Spin kommt, macht auch gut und kann uns jetzt nochmal attacken, aber ja, probably ist er Knock Range. Aber der hat halt immer noch Dings in the back, ne? Das Feuermon hier. Der Meteor Beam, den er mit Meteor Beam gezockt hat. Sag schnell.
Monte Carlo. Der hat noch Monte Carlo in the back. Und wenn er jetzt rausgeht, ist er danach auf jeden Fall in Noctplus Ice Shard Range. Weil der sah mir so ein bisschen Fistev aus, um ehrlich zu sein. Aber Serena doch keine Tech Invest. Das ist so Consistency Serena. Rollwende kommt und macht, um ehrlich zu sein, gar nicht so viel Schaden. Dafür, dass es ein Weavile ist, der... Da wäre was anderes, Matschbomb oder so, wäre schlimmer gewesen, sag ich ehrlich. Und der kommt. Ich glaube, das wäre jetzt einfach Low-Kicken. Wir haben gar keinen Rocks mehr. Wir haben gar, mit Rocks wäre eine andere Geschichte. Mit Rocks wird der jetzt sterben. Wir Fußkicken den trotzdem. Falls er selber rocken will. Wenn er selber rockt, ist fein. Der weiß, glaube ich, dass wir... Ja, der weiß von Turn 1, dass wir Schutzpolster sind. Wenn er rockt, ist fein. Okay, schade. Hätte er gerockt, wäre cool gewesen, weil wir dann 50s für Dengo Knockoff wieder gespielt hätten. So ist schlechter. Weaver wäre eigentlich wichtig. Jetzt gehen wir in den Wuchtungsman und wuchten wieder ein. Das ist so ein geiles Mon. Prim ist so ein geiles Mon. Wir kriegen dann wieder Lovers Recovery. Wir Psychicken, falls der Tentacruel gehen will. Weil Psychic killt den hier auch. Und er geht raus und wenn es Tentacruel ist, ist nice. Das ist ein nice Play. Das ist ein richtiges nice Play. Weil dann mit dem hätte er sich einen Sack preserved. Ist ein richtiges nice Play. Let's freaking go. Let's freaking go. Okay, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Weil wir claimen auf Monte Carlo mit Prim wieder ein. Aber jetzt kann halt Dengo gehen. Ne? Das wird, ich glaube, dass wir Sack-Game-mäßig gar nicht gewinnen können. Wir kommen auch nicht an Gliscor vorbei. Das wird alles so ein bisschen... Das ist alles so ein bisschen scuffed. Gut, dass wir die Kills gemacht haben, sage ich ehrlich. Aber ich sehe nicht, dass wir hier noch mehr Kills machen. Vielleicht, wenn er choked und er steed oder so. Wenn er jetzt Gliscor geht, choked und er steed, dann haben wir vielleicht einen Engel. Und für den müssen wir auch gehen. Okay. Ja, Dengo ist ein Problem. Der kann sich jetzt einen nehmen. Dann können wir theoretisch Cresselia gehen. Aber der nimmt sich jetzt einen. Der nimmt sich jetzt Serena. Schauen wir mal, was der für Schaden macht. Wir haben Terra Fire noch in the back. Terra Fire ist eigentlich terrible, um ehrlich zu sein. Goldrausch leben wir aber mit dem Terra Fire. Aber ich will den nicht Teran. Ich will Cresselia Teran, damit der uns nicht Shadowballen kann. Wir können hier Synthesen, wir können Kehrtwenden, beides gut. Wir Kehrtwenden in den, falls wir... Ja, wenn er nicht killt. Oh, schade. Okay, dann hätten wir auch nicht Synthesen können. Ich weiß nicht, ob das... Das sah mir sehr nach Rolls aus, nach Low Roll into High Roll. Ich war mir sicher, dass wir das leben. But whatever. Wir gehen jetzt Prim und nehmen uns noch einen mit. Ja, sonst kriegen wir ein CM, aber das reicht hier nicht gegen SD von Gliscor. Das reicht nicht. Ich glaube, dass der Kill besser ist. Ich glaube, actually ist der Kill besser ist. Der wird hier nicht drin bleiben, ne? Aber wir Psycholärm. Ja, wir Psycholärm, glaube ich. Das ist ein Water Move, der wird geboostet durch unsere Ability. Also vorausgesetzt, wir zocken die richtige Ability. Da kommt auf jeden Fall der Sack von ihm. Wir können gleich schauen, ob es effektiv ist. Dann zocken wir auch die richtige Ability. Das ist ja dieses Game grundsätzlich ein Problem. Es ist sehr effektiv, wir zocken die richtige Ability. Und claimen uns tatsächlich noch einen Kill. Das ist cool. Das ist sogar richtig cool. Ich denke, mit Cresselia hätte einfach Gliscor gehen können, hätte dann ein SD gedrückt und dann hätten wir ein Riesenproblem gehabt. Und ja, das wäre es nicht gewesen. Das wäre es nicht gewesen. So können wir Gliscor hoffentlich nochmal einen Move drücken. Wenn er jetzt SD'd, okay, SD'd, er macht es auch richtig. Wenn wir critten, ist fein. Wenn wir critten, haben wir gewonnen, wenn der killt. Hätte vermutlich gekillt. Auf Crit hätten wir hier Game gewonnen. Weil wir dann über Prim gewinnen. Das war das, was ich meinte. Wenn wir auf Choke SD Moonblast Crit bekommen, dann können wir das hier gewinnen. Also, dann haben wir gewonnen. Das war, glaube ich, unsere beste Chance. Und an der Stelle, ja. Wir haben eigentlich 50 gegen Krabhammer oder EQ. Ist eigentlich egal, was wir drücken. Wir Psychicken, falls er sich ein Bein bricht. Und der EQ, das macht er gut. Mit Psychic hätten wir halt Protect gecovert. Mit CM hätten wir Protect gecovert. Wäre irgendwie cool gewesen, aber EQ hätte uns eh gekillt. EQ wäre auf Cresselia halt nicht so gut gekommen.
Aber ist alles egal. Der kann jetzt Cuphammer durchdrücken und gewinnt das Game. Wir haben wenigstens nochmal unsere Kills gemacht. Das ist wichtig für die Differenz, weil wir spielen hier immer noch für Platz 1 mit. Wir müssen aber hoffen, dass die oben choken. Für Platz 2 spielen wir auch ganz sicher noch mit. Und Platz 1 und Platz 2 kommen beide ins Halbfinale. Dementsprechend ist eigentlich nicht Platz 1 wichtig, sondern nur Platz 1 oder Platz 2. Wir werden jetzt auch nicht mehr Terran oder irgendwas machen. Der kann sich hochestien, ist okay. Wir können das Game an der Stelle nicht mehr gewinnen. Shadow Ball of Spedef Drop ist irgendwie cool. Aber es macht halt nichts, ne? Der ist irgendwie Spedef Gliscor oder so ein Quatsch. Wir können das hier nicht gewinnen. Der kann uns einfach killen, wir haben auch keinen Psycho-Move. Der Krabhammert und der wird uns vermutlich tweeten hier. Hat einfach gut gespielt, ne? Kann man nichts sagen. Hat Bene gut gespielt. Man muss sich auch mal verdient geschlagen geben. Rocky Helmet ist zwar cool, aber ohne Psychic Move machen wir hier wirklich nichts. Und, ja, ist schon okay. Geht schon klar. Ist schon ein verdienter Win für ihn. Ich weiß nicht, ob wir das Late Game hätten anders lösen können über Cresselia irgendwie. Kappa Miss kommt nicht, das heißt, an der Stelle gewinnt er das Game. Über viele Kappa Misses hätten wir irgendwie CMs bekommen oder so. Aber so, war cool, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, gewinnt Bene verdient. Haben wir nicht ganz so clean gespielt, aber man muss sich auch geschlagen geben, wenn der Gegner besser war. Deswegen immer dran denken, erst Müsli, dann die Milch. Und bis dahin macht's gut und tschüss.